Willkommen zurück bei Father and Son, Play for Fun. Jetzt der zweite Teil am Samstag. Und der Kompagnon hat mein Lager umgezogen. Das ist nicht wirklich meine Lieblingsecke. Deswegen werden wir jetzt hier hinreiten, ganz in den Westen, und holen uns mal eben das Sammlerstück und hoffen dann, dass wir das Lager hier ein bisschen weiter rübergezogen bekommen. Aber wir sollen ja noch einen Bären töten. Dann werden wir hier durch das Bärengebiet reiten. Bei den netten Watsons vorbei. Ob da... Oh, ah, gutes Pferd. Ob da vielleicht wieder noch ein Hahn ist. Und dann ist das gar nicht so schlimm, dass wir hier in der falschen Ecke sind. Ja, wie immer so ein bisschen querfeldein hier. Ihr wisst, das mache ich gerne. Aha. Da ist er. Na gut. Das gibt's doch nicht. So. Ja, vielleicht muss ich mal die Knarre putzen. Bisschen orientieren, da ist die Hütte schon. Dann hoffe ich, dass ich morgen dazu komme. Was ist da für ein Geräusch? Ach so. Dass ich morgen dazu komme, bei der Story weiterzumachen. Und jetzt sind hier keine Hühner und kein Hahn. Nun gut. Dann ist das so. Geben wir mal ein bisschen Vollgas hier. 6 Grad. So, machen wir hier das Halstuch runter. Vielleicht friert er dann gleich schon. Zähigkeitstonikum nehmen. Ah, wo wir gerade hier sind, checken wir natürlich auch eben hier diese Hütte. Ich hatte gehofft, dass sie liegen bleiben, die Jungs. Oh. Das war... Shit. Jetzt betäube ich den aber auch, sonst... Ist ja... Die Munition rausgeschmissen gilt hier. Den wollte ich eigentlich einsammeln, aber egal. Derweil kann mal eben das Lager umziehen. Das schicken wir mal eben woanders hin. Den wecken wir wieder auf. Holen wir mal eben das Lager zurück. Und hoffen jetzt, dass es ein bisschen näher dran ist. Jawohl, da ist es. Ja gut, so wird's auch nichts. Ach, das gibt's doch nicht. Also das Lager jetzt dazu retten, habe ich keine Lust zu, und das lassen wir auch. Ich brauche einen Truthahn. Oh, da hinten ist noch einer.
Geben wir das mal eben im Lager ab. Dann sollte die eine Aufgabe auch erledigt sein. Ja, wobei, wenn wir da jetzt aufräumen, könnten wir Glück haben, vielleicht sogar eine Wildblume zu bekommen, ne? Wenn wir die filzen, die Jungs, die hier liegen bleiben. Immer schön nah dran und reinhalten. Oh, das hat nicht mal geklappt. Das macht ja auch keinen Bock mehr. Ne? Das ist ja auch jedes Mal im Prinzip das Gleiche. So, dann hoffen wir mal, dass einer von denen schon mal ein Wildblümchen dabei hat hier. Ein paar Leute beschützen. Das kann ja auch nicht schaden. Ne? Ja, aber nicht das, was ich brauche. Also eine Blume war schon oder ein Pflänzchen, aber eben nicht das, was wir brauchen. Lacht da auch noch einer. Salbei, gut, das ist ja alles gut und schön. Indianer-Tabak auch, alles toll, aber kein Sammlerstück hier. Tja, schade, schade. Nun gut, dann ist auch das so. Den hätte ich jetzt auch meiner erwischt. Wo ist das denn? Wo habe ich denn die Markierung wieder gesetzt hier? Ich wollte sagen, das ist doch nicht so weit weg hier. Schon wieder. Da ist. Oh, 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 oh. Der legendäre Biber. Obwohl, was soll's. Brauchen wir auch kein Foto von, kennen wir alles. Nein, verdammt. Oh. Jetzt schnell die Knarre ziehen. Da kommt er. Der Puma. Boah, brauche ich in der Story noch. 3 Sterne ist genau das, was ich in der Story brauche.
Sehr gut. Tipptopp. So, dann noch mal in die Betäubungsmunition rein. Was haben wir da? Dann nehmen wir die Bisamratte. Da brauchen wir nämlich auch nur zwei Schuss. Spart. Also spart er wirklich Munition und Zeit. Das will er gerade nicht. Achso, können wir erstmal wieder die andere Munition reinpacken hier. Wer weiß, was uns sonst noch über den Weg läuft. Ab nach Hause. Und dann müsste ja eigentlich auch mal so langsam was zum Ausliefern da sein, oder? Da ist es angehalten. Erstmal die Aufgabe erledigen. Und dann bringen wir mal eben den Spaß weg, oder? Buyers are lined up not too far from here, so all you have to do is head over and make the sale. I just keep surprising myself. And to think my pa said I'd be a drunken hobo my whole life. So, auf zur Station. Geld verdienen. Wenn ich das hier aufnehme, wird der erste Teil hochgeladen, müsste dann gleich auch schon fertig sein. Manchmal dauert dann das Verarbeiten da noch etwas länger. Aber das sehe ich nachher, wenn ich hier fertig bin. Ich weiß gar nicht, wie lange spiele ich hier schon wieder. Och. 13 Minuten, das geht. Aber ganz ehrlich, auf Wildblumen und Vogeleier, ne, da habe ich ja echt überhaupt null Bock. Das ist ja... Das sind genau die Sammlerstücke, auf die ich keinen Bock habe. Auch hier kürze ich wie immer ab. Traut nicht immer dem Navigationssystem. Also hier in dem Spiel. Im echten Leben will ich da nichts zu sagen. Ja gut, wenn es da nachher da hinten noch eine Ballerei gibt, könnten wir ja noch mal Glück haben. Sammlerstücke zu erwischen. Schauen wir mal. So, hier jetzt rüberziehen. Und dann nur noch über die Bahnlinie feuern. Dann ist der Weg nämlich gar nicht so weit. So, da muss er schon knallen.
ist der denn? Ich wollte sagen, ist er da. Jetzt will das Pferd hier nicht rüber. So. Ich glaube, da oben liegt noch eine Tarotkarte. Ich habe irgendwas gehört. Ja, man hört. Aber jetzt füllst du mal die Jungs erst. Ja, wenn ich da jetzt bei abgenippelt wäre, ne? Die anderen sind schon nicht mehr da. Dann. Oh, den hat es wie immer zerlegt hier. Ja, das schafft er auch jedes Mal. Also gefühlt jedes Mal. Wie, jetzt sind die anderen auch weg? Tatsache, keiner mehr da. Ja, toll. Hätte ich die erst filzen sollen. Nun gut. Wir holen uns jetzt das letzte Sammlerstück. Da ist es. Also das letzte Sammlerstück auf der Karte. Und reiten natürlich über die Bahnlinie. Soll ja schließlich halbwegs schnell gehen. Also wie immer, ich gebe alles. Und Herr Schulze tut das auch. Ist nur noch die Frage, wo öffne ich die Karte für die Sammlerstücke? In welcher Gegend? Checken, ob da hinten noch eine Tarotkarte liegt. Nein, heute nicht. Schade, schade. Nun gut. Das gleich eingesammelt haben, dann sehen wir auch, wo die Madame ist. Ich meine, heute ist sie in der Nähe von Valentine. Aber auch das sehen wir gleich. Manchmal hat man da Glück, dann liegt hier hinten, glaube ich, auf dieser Brücke ist es, glaube ich. Da sieht man schon. Noch eine Schnapsflasche, die nehmen wir natürlich mit. Ich zeige euch direkt, wo das ist. Ja, da war ich zu langsam. Auf jeden Fall ist es. So, da. Ich gehe noch ein bisschen weiter raus aus der Karte. Da ist es. Und jetzt holen wir uns da oben. Das letzte Sammlerstück der Karte. Versorgung erforderlich, das ist aber heute nicht so wichtig. Oh nee, komm.
keine Ahnung, wo das hier ist. Ah, hier. So, derweil können wir mal schauen. Wir brauchen noch einen Hahn. Ein Speziallager-Eintopf. Boah. Ja, das hier hat ja nicht so gut geklappt. Und ein Tierchen. Aber Quatsch. Wir müssen noch einmal frieren oder schwitzen. Sagt nee, die Temperatur 0 Grad. Wieso friert der nicht? Wieso friert er nicht? Das kann doch eigentlich gar nicht sein, oder? Dann muss ich die 3 Dollar investieren, das hilft ja nichts. So, minus 15 Grad und Regen. Der muss ja irgendwann mal frieren. Wird ja schon vom Zuschauen kalt. So, endlich. Endlich ist ihm kalt. Dann können wir nämlich auch zurück. Oh, egal, dass es 2 Dollar kostet, oder? Dann. Oh, fehlt uns zartes Fischfilet. Ich glaube das nicht. Das ist ja so ärgerlich. We're ready to go. Excellent. Thank you. Dann bestellen wir die Vorräte. All right. Moving right along. Zartes Fischfilet. Hab ich denn noch irgendwie einen Fisch in der Tasche? Was gibt das denn? Zartes Fischfilet. Aber das wird nicht reichen. Ne, mehr Fische habe ich nicht. Boah, ich hasse Angeln. Ehrlich, ich hasse Angeln. Da, seht ihr, reicht nicht. 3 Stück. Im Leben nicht. So, dann checken wir mal eben die Gegend um. Die Emerald Ranch, oder? Nee. Wir machen mal eben eine Karte. Für Vogeleier. In der heißen Ecke auf. Sonst scheint hier heute nichts zu sein. Morning.
So, Landkarte. Für Vogeleier, da wäre Glück gehabt. Oh nee. Soll ich das mal an? Träumchen hier. Ja, so wird's nix, ne? Nun gut. Wir können's nicht ändern. Aber wo wir gerade hier sind. Checken wir natürlich auch die üblichen verdächtigen Stellen hier. Tja. Ah, wenigstens eine Tarotkarte. Besser als nix. Ach so, jetzt hätte ich natürlich auch gucken können, ob da, wo ich gerade ja, da hätte auch ein Hahn sein können, ne? Ja, da können wir ja gleich nochmal gucken. Das mit dem Lagereintopf, das ist schon wieder ärgerlich. Naja, hier so querfeldein, das kommt nicht immer gut. Da ist das Ei schon. Da ist es. Ich sag's euch, die Gegend hier, die finde ich katastrophal. Dann hier hin. Hier können wir auch noch mal eben kurz checken und die Ohren auf, aber hier scheint heute nichts zu sein. Ja, das mag das Pferd hier durch. Das findet er so richtig gut. Da, jetzt geht's nämlich nicht weiter. Oh. Und jetzt geht das nicht links, das geht nicht nach links. Das ist. So. Gehen nochmal die Augen auf. Da sind Hühnchen. Ist auch ein Hahn bei. Huhn, Huhn. Nein, das sind alles Hühner. Schade, schade. Hätte ich abgestaubt, wäre mir egal gewesen. Doch, wenn ich jetzt mit dir quatschen würde, gute Dame, würdest mich nicht beißen, aber mit ihr wieder hier vollsprühen. Ich sehe es kommen, heute werden es drei Teile. Oh Mann. So. Was ist das denn hier? Ah, da. Von wo komme ich denn da dran? Das kann man aber, finde ich, schlecht sehen.
So, ich war euch ja noch schuldig, euch. Ach, bei Emerald ist sie heute. Ist gar nicht bei Valentine, das ist ja noch besser. Ja, dann. Gucken wir mal, ob wir da eine Schnellreise hinmachen können, oder? Boah, 4 Dollar, wir sind gefühlt um die Ecke. Das ist frech. Also das finde ich wirklich frech. Dann machen wir das aber anders. Nein, wir holen jetzt erst die Vogeleier. Dann schaue ich mal eben kurz. Über 30 Minuten. Das kann doch gar nicht sein. Ja, dann werden es tatsächlich 3 Teile, irre. Absoluter Wahnsinn. Aber gut, dafür hat man sich das Spiel ja auch angeschafft, ne? Zum Spielen und Zeitvertreib. Oh nein, eine Straßensperre. Oder irgendein. Nein. Kein Bock. Im Leben nicht, Jungs. Da unten sind. Ich hab. Enteneier, behaupte ich jetzt. Was soll das denn? Na los, hau ab. Also wäre schon clever, wenn wir zumindest im dritten Teil eben zur Madame zurückdüsen und da mal ein bisschen was abgeben. So, jetzt machen wir da eben das Pferd sauber. Dass die Sache mit den Steuerbeamten sich da gleich erledigt. Dann können wir nämlich auch eine Schnellreise machen. Ach, meine Güte hier. Da sind Lachse. Da. Aber die geben, glaube ich, kein zartes, sie geben saftiges Fischfilet. Ich habe euch ja gesagt, ich habe keine Lust zu angeln. Alles hier Lachse. Ja, das bringt mich nie weiter. Oh, 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 oh. Aber mit Dynamit fischen? Oh, eine Auszeichnung. Ist nicht rühmlich. Oh gut, dann sind die Fische aber auch weg, ne? Oh, ihr seht das Fragezeichen.
Ich zeige euch nochmal eben die Gegend. Hier irgendwo. Ist ja der legendäre, keine Ahnung mehr, was das für ein Wolf ist. Haben wir aber auch schon gehabt. Und ganz ehrlich, das würde jetzt nur Stress bringen. Und deswegen treten wir die Heimreise an. Und gucken nochmal eben hier. Da sind die Lachse. Wir zerlegen die mal eben. Und dann seht ihr es, das gibt Saftiges und ich glaube, es war zartes Fischfilet. Ne? Ja, zartes habe ich nicht. Was wir nie haben, das haben wir nicht. Wir geben das noch ab. Und dann machen wir Schluss und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Wir müssen noch einen Hahn finden. Und noch drei Aufgaben erledigen. Tja. Das wird nicht so einfach, ne? Wenn ich den Speziallager eintopfe, dann muss ich ja doch noch. Steckbrief hier. Zwei Stück. Ja gut, das könnte man machen, ne? Schauen wir mal. Ich lade es erstmal hoch. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.